So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, es ist mal wieder ein unwichtiges Video. Aber nichtsdestotrotz mache ich es einfach, weil ich öfters sowas mache. So, ich war das Wochenende natürlich wieder auf dem Wochenmarkt oder Flohmarkt, wie ihr dazu sagt. Und ich besuche die Flohmärkte immer, ich sag mal so, bis kurz vor Oberhausen, Hamm in der anderen Richtung, so in den Regionen. Fahre ich immer gerne Wochenende, um was zu sehen, was man eben billig kaufen kann. So, und da bin ich wieder auf was gestoßen. Ihr seht es. Hier in diesem Video öffne ich fünf Pfeifenmagazine. Und ja, ich habe sie schon alle geöffnet. Ich habe dafür bezahlt 30 Euro. Ja, jetzt keine Angst, nicht für diese fünf Magazine. Ich habe mir noch was anderes gekauft, was ich hier nach unboxen werde. Und euch zum Schluss diesen Video natürlich zeigen werde, was ich gekauft habe, was das größten Anteil des Geldes ausgemacht hat. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt fünf Five-Magazine, die ich schon besitze. Aber ihr wisst es ja, ich kaufe mir die, wenn sie günstig sind, gerne auf, weil immer wegen den limitierten Karten. Viermal die gleichen und einmal ein älteres Magazin. Das ist das Magazin Nummer 2. Und das hier sind schon die ganz neuen. Die Magazine Nummer 4. Mit Drachenzähnen limitierte Karte. Und davon habe ich eben noch nicht genug. Aber die hatte hauptsächlich diese. Und dann zwischendurch war noch ein paar ältere. Also fange ich jetzt mal mit den älteren an, die zu öffnen. Und wie gesagt, ich brauche ja nicht nur auf die Magazine einzugehen. Weil die habe ich ja auf jeden Fall mehrfach schon angeboxt. Zwei Stickertütchen sind da drin gewesen. Ein Boostertütchen der Lego Ninjago Serie 4. Und das Wichtigste, was natürlich hochpreisiger wird, ist die limitierte Karte. LE5. Und da müsst ihr aufpassen. Teilweise in die Five-Magazine sind diese limitierten Karten drinne gewesen. Aber weil die, glaube ich, in ganz vielen Sachen falsch verpackt worden sind, haben die meisten limitierten Karten, die LE5 aus der Serie 4, zwei Einkerbungen. Da war wohl ein Band, Gummi drum oder sonst was. Die meisten haben mir das auch in die Kommentare geschrieben, dass denen ihre Karte nicht perfekt war, weil diese zwei Abdrücke da drauf sind. Warum, weshalb die entstanden sind bei so vielen oder Hunderten, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber hier ist mal wieder eine, ihr seht es selber. Hat doch ganz leicht sieht man da was. Aber nichtsdestotrotz ist sie dann eben eine 9. Ich habe sie wieder. War natürlich das Magazin. Kommt weg. Wie gesagt, ich habe es mir gegönnt. Weil ich mir hauptsächlich was anderes gekauft habe, um zu testen. Aber dann passte das mal wieder. Boostertütchen. Boostertütchen. Limitierte Karte. Drachenzähm. LE3. Habe ich natürlich jetzt auch sehr oft. Dank solcher Aktionen. Und ihr schreibt mir natürlich alles jetzt in die Kommentare, ob ihr euch auch schon sowas Beklopptes ab und zu mal gemacht habt. Auf Flohmärkte, Wochenmärkte, Magazine gekauft habt. Oder Lego-Figuren. Oder. In Massen, weil es dann eben billiger ist. All das sollt ihr und könnt ihr auf jeden Fall für mich und alle anderen Zuschauer schreiben, posten, kommentieren. Auch wenn es was anderes ist. Weil es gibt ja vielleicht Zuschauer, die gerne sehen oder lesen möchten, was es sonst noch alles gibt. Es gibt jede Menge auf diese Märkte. Aber wie gesagt, das mit den Zeitschriften, das ist nicht oft. Mal sind sie eine lange Zeit nicht da, dann tauchen sie plötzlich wieder auf mit sehr vielen Produkten und dann ist mal wieder Stillstand. Warum, weshalb? Kann ich natürlich nichts dazu sagen. Vielleicht weiß es ja einer von euch. So, das waren jetzt fünf Five-Magazine.
Ich sag mal so, die 5 Pfeifmagazine, sage ich jetzt mal 10 Euro. Was habe ich dafür bekommen? Vier limitierten Karten. Eine habe ich jetzt bestimmt übersehen. Ja, die habe ich draufgelassen. So, hier ist die fünfte. Also, 5 limitierte Karten. Passt natürlich richtig cool. Dazu 4 Booster Drachenzähmen, die brandneuen aktuelle Serie. 2, 4, 5 Booster Lego Ninjago Serie 4. Top. 2 Sticker, Tütchen, Drachenzähmen und Movie 2. Das Ganze sage ich jetzt mal 10 Euro, weil ich habe 30 bezahlt. Das ist perfekt. Und die anderen 20 Euro habe ich ausgegeben, weil ich unbedingt was wissen will. Und was ist das? Ich habe 10 Lego Ninjago Wundertüten Nummer 3. Weil ich hatte bis jetzt immer dieselben drin gehabt. Ihr habt mir geschrieben, ihr hattet auch mal den mit den gelben Füßen. Deswegen habe ich mir nochmal 10 Stück gegönnt. Werde ich anschließend jetzt hier unboxen und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.